9.500 Arbeitsplätze, die bei Audi abgebaut werden. Und das hat nicht nur was mit konjunkturellen Fragen zu tun, sondern das sind auch politische Entscheidungen, die dazu führen. Wir konzentrieren uns in Deutschland, und Sie haben das hier unterstrichen, ja ganz einseitig nur auf die Elektromobilität. Obwohl es Alternativen gibt, Wasserstoff, fahre ich, synthetische Kraftstoffe, vieles mehr, was denkbar ist. Wir konzentrieren uns nur auf die Elektromobilität. Und das führt natürlich zu einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen in den Unternehmen, die auf Dieseltechnologie gesetzt haben. Sie haben dazu heute mehr oder weniger nichts gesagt, sondern das nur hingenommen. Der Bundesparteitag der CDU, der war da weiter. Dort gab es das klare Bekenntnis, in Deutschland hat auch der nicht fossil betriebene Verbrennungsmotor als Spitzentechnologie eine Zukunft. Ich muss Ihnen sagen, die CDU gefällt mir besser als diese Bundesregierung.